Hä, wo bist du? Ah, da. Hallo. Ich stehe nackt vor Ja, dir. ich erinnere mich an Sie. Ich muss wieder los. Tschüss. Das heißt, die ganzen Gegner hören mich wegen meiner Ausrüstung? Das ist doch Bullshit. Naja, was soll's. Ich brauche trotzdem den Schutz, ne? Oh, warte mal. Ich glaube, die. Ich bin Blade. Latino Blade. Ich glaube, das ist ein bisschen blöd, wenn es kaputt geht. Oh, warum kann man nicht rausbeamen? Das wieder rauslaufen nervt. Aber ich kann da hinten raus. Das geht ein bisschen schneller. Aber ich wollte auch ins Kino. Wir gehen noch ins Kino gleich. Action behalten Sie 20 weitere Aktionspunkte. Jo, mal gucken. Gemetzte Leute. Güterbahnhof gefunden. Okay, das ist schön. Da kann ich ja dann relativ schnell wieder hin. Mülleimer. Leer. Leer. Okay, dann werden wir zu Arafu jetzt einmal zurückgehen, bevor wir das hier machen. Und Ian zu Hause und so Hallo sagen. Arifu. Nein. Ich bin bei Arifu? Nee, da muss ich auch nicht hin. Zu Evan King zurückkehren. Ich hoffe, er nimmt das an. Ich bin ein Held. Ich habe die Familie gemacht und jetzt, aber naja, was soll's. Moin. Ich ne Ah, der Held des Tages. Es ist getan. Die Familie wird Arafu nie wieder behelligen. Ich habe mich um das Problem gekümmert. Ich habe mich um die Filme gekümmert. Sie sind mir was schuldig. Ich weiß nicht. Ich weiß, ich habe mit Ihnen gesprochen und er hat mir alles erzählt. Ich weiß zwar nicht, wie Sie das gemacht haben, aber ich bin echt froh, dass Sie die Rampe hochgelaufen sind, um uns zu helfen. Ihn hat ihn umgebracht. Nochmals danke. Denken Sie daran, Sie sind jederzeit willkommen, wenn Sie wieder mal in diesen Teil des Ödlands kommen. Gib mir was. Yay, super Karma bekommen. Blutsverwandtschaft. Ich habe ein Angebot für Sie. Interessant, wie es aussieht. Wollen Sie mit uns eine Art von Abmachung treffen? Ja. Ich schätze, das ist besser als jeden Tag mit meiner Waffe auf der Rampe nach unten zu zielen und mich nachts im Haus zu verstecken. Sagen Sie Vance, dass wir mit dem Vorschlag einverstanden sind. Ich rede noch mit den anderen, bin mir aber sicher, dass sie mir beipflichten. Muss ich hier hin? Okay, jegliche Hilfe wäre willkommen. Ich habe für den Fall, dass in Arefu einmal Not ausbrechen sollte, Sachen gehortet. Einige davon können Sie gerne haben, wenn Sie möchten. Yay. Scotch. Das war's? Tut mir leid. Oh. Kommen Sie bald wieder. Vielleicht habe ich dann etwas für Sie. Ja, du hast Scotch für mich gehabt. Das war jetzt so mittel. Gehen wir mal zu den Leuten und sagen Hallo. Willkommen in unserem gemütlichen Dorf. Hallo. Hallo. Hilfe. Kein Problem. Ich gebe Ihnen eines meiner nach einem alten Rezept gebackenen Schokoladenplätzchen. Lassen Sie es sich schmecken. Yay, Blechdose. Tschüss. Tschüss. Aber nee, ist doch ganz clever gemacht, weil man kommt nur von einer Seite hier hoch und das ist schon sicher, muss ich zugeben. Plätzchen. Mal gucken. Plätzchen, Blechdose, Blechdose. Was? Wieso hat sie mir nur eine Blechdose gegeben? Die Leute sind jetzt draußen. Hallo. Aufpassen, klar? Cool. Machen Sie sich nichts aus Brayley. Sie ist wieder in ihrer Fantasiewelt. Hilfe. Nun, ich kann Ihnen lediglich meine Reparaturdienste anbieten.
Ich bin sehr gut im Reparieren. Yay. Das liegt daran, dass Brayley ständig alles kaputt macht, Frauen. Wenn sie einen Kuchen bäckt oder so. Bäckt? Ah, Frauen, Frauen. Du bist nicht sehr gut. Also hier, die Mori kann das höher reparieren. Just saying. Und außerdem bist du teuer dafür, dass es alles nicht so gut ist. Heckenschützen, das will ich eigentlich mal heil machen. Aber so teuer. Blaster Master, das kannst du mal heil machen. Danke, so toll bist du nicht. Ich dachte, du bist jetzt richtig geil. Alles klar, lassen Sie es sich gut gehen. Ja, du auch. Willkommen in unserem gemütlichen Dorf. Soll ich auch mal beklauen? Na, schon gut. Jetzt weiß ich ja, wie man beklaut. Ist es eigentlich benutzt jetzt? Ja, das ist ja kacke. Das heißt, das hat sich überhaupt nicht gelohnt eigentlich. Ich hätte das Schwert mal wieder nicht nehmen sollen. Ich Idiot. Damn it! Oder habe ich das irgendwo anders? Kann ich es wieder aufladen oder so? Oh, dieser Stealth Boy, den kann man nur einmal benutzen. Naja, was soll's. Hi. Ich bin froh, dass ich mich in Ihnen geirrt habe. Nochmals willkommen. Pass auf, nicht trinken, während du redest. Oh, alles durch die Nase. Ich habe hier von ein paar interessanten Stellen gehört. Ich weiß nicht, ob sie Ihnen helfen werden, aber Sie können sie sich gerne mal ansehen. Das finde ich geil. Danke. Endlich mal nicht irgendwie ein Schrott, sondern... Kommen Sie ruhig öfter. Es ist immer schön, Gesellschaft zu haben. Oh, Markierungen. Cool. Was hat sie mir markiert? Chalet Bridge, Raststätte, Rockbreakers. Die Bücherei habe ich immer noch nicht gefunden. Muss ich nochmal gucken. Ich habe einmal gesucht online nach hier unten. Da. Springvale Bücherei, aber ich habe es nicht gefunden. Firelight Kino. Was hat sie mir denn alles? Fort Bannister. Die Kapelle. Ich weiß nicht. Was hat sie mir denn alles angezeigt? Naja. Egal. Hätte sie mir mal vorher sagen sollen. Was brauche ich denn hier? Stellen Sie auf einer Wertbank Folgendes zusammen. Motorrad, Benzintank. Zündflamme, Rasenmähermesser und Motorradhandbremse. Könnte ich alles finden. Richtig gezündet und eingesetzt wird, erhöht im Nahkampf zwei wichtige Funktionen. Schlitzen und verbrennen. Ah, merken. Alles, was mit Motorrad zu tun hat und Rasenmäher und Zündflamme. Vielleicht kann ich das sogar kaufen. Oh, Galaxy können wir nicht. Okay, danke. Hast du noch irgendwas für mich? So, jetzt können wir bei ihm rein, hoffentlich. Hä? Wo ist Evan? Na, deine Mensch. Ich habe ja gewusst, dass Sie einfach nicht wegbleiben können. Danke, dass Sie mir die Augen über alles geöffnet haben. Sieht das seltsam aus. Wie laufen die Dinge? Es ist unheimlich, jetzt wo meine Eltern nicht mehr da sind, in ihrem alten Haus zu wohnen. Aber ich werde das Beste daraus machen. Du hast deine Eltern umgebracht. Trotz allem, was geschehen ist, alle hier nett zu mir sind. Glaube ich, dass alles gut ausgegangen ist. Danke. Ja. In Ordnung. Kommen Sie. Ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen... Oh, ich darf schlafen bei dir. Aber ich muss ja sowieso zum Megatron zurück. Tür öffnen. Ich kann da einfach rein jetzt? Wo ist denn Evan? Warte. Geh mal weg, Kenneth. Ich speichere mal und... Du gehörst nicht hierher. Hallo. Lange nicht gesehen. 5 Minuten. Kommen Sie bei... Du gehörst nicht hierher. Ich werde mal gucken, ob du irgendwas hast, dass ich doch hierher gehöre. Du verziehst dich besser. Was hast du gerade gemacht? Dich umgezogen? An dir rumgespielt? Stell dich mal nicht so an jetzt. Ich will doch nur ein bisschen... Ah, hier war ich schon mal drin. Nee, schon gut. Hast recht, ich war hier schon bei dir drin.
Muss nicht, muss nicht. Aber jetzt, ja, okay, dann gehen wir zurück nach zu Vans, meine Fresse. Beam, 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 beam. Und laufen da nochmal ganz runter, wo ich voll Bock drauf hab. Ah. Naja, muss ja. Oh, oh, wie süß. Oh, tschüss. Hey, passen Sie besser auf. Nö, kein Bock. Deine Mutter hätte mal besser aufpassen sollen. Gule, Gule, schwul, was? Cool, coole Gule. Ich hätte auch einfach beim anderen hingehen sollen. Ich weiß nicht mehr, was schneller ging. Ist ja auch egal. Gucken wir mal. Aber gut gemacht, dass sie diese Viecher, die da unten komischerweise waren. Wie sind die da hingekommen? Diese Krabben. Frage mich gerade. Naja, aber weit sind sie ja nicht gekommen. Warte mal. Wieso sind die eigentlich kaputt gegangen? Und wenn ich eine Bombe auf die lege, dann passiert nichts. So eine Sauerei. Oh. Hä? Bin ich falsch gelaufen? Nein, hier war es richtig. Hä? Oh mein Gott, wenn sie heimlich in die Tasche greifen und eine Mine in sein Inventar ablegen. Was war das? Ich bin immer noch nackt. Und da ist ein Hund. Und ich bin immer noch nackt. Ich bin immer noch nackt. Nee, doch nicht. Bist du böse? Oh mein Gott, du bist böse. Warum bist du böse? Ui! Sehr seltsam, was die Natur mit einem macht hier. Was war denn hier? Oh nein! Der hat einen anderen Hund betrauert. Oh, hier ist noch einer. Oh, die haben sich gegenseitig getötet. Nein, die haben bestimmt gerade sich gemocht und... Oh, hier war ich. Ich erinnere mich. Ja, dann bin ich falsch gelaufen. Schon gut. Eben wart ihr nicht hier. Egal. Manchmal muss man einfach rausgehen, um ein paar Hunde zu töten. Hä? Dann war ich auf einem anderen Weg ja noch gar nicht. Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Bin falsch gelaufen. Oh nein. Oh, zu viel gesoffen. Müsst ihr mal so versuchen, so zu gehen. Das geht gar nicht. Oh, doch, hier lang. Da fällt ihr irgendwann um. Hui, hui. Also ich hab, weil bei mir ist es echt schlecht. Ich hab überhaupt kein, hier, wie heißt denn das nochmal? Was man im Gehör hat. Hirn? Ich kann mich nicht halten. Gleichgewichtssinn, glaube ich. Oh, ich würde gern schneller laufen können. Lauf, 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 lauf. So, und bevor wir das machen, mache ich einen ganz kurzen Cut. Hätte ich auch mal eben machen können, einfach so reinlaufen können. Aber ich merke jetzt wieder, ich muss aufpassen, wegen Abstürzen und so. Doch, so, wo ist denn jetzt... Da. Einmal vielen Dank, was Sie ihr in den Kopf zurechtgerückt haben. Was geht hier vor? Hä? Angeschleppt hat. Was geht hier vor? Hä, du hast doch... Warte mal, du hast doch gesagt, nimm ihr nicht weg. Seltsam, geh mal weg. Sieh mal einer an, wer wieder da ist. Jo, das ging schnell, ne? Hallo, ich hab dein... Es ist immer ein Vergnügen, Sie in Meresti willkommen heißen zu können. Mhm. Was führt Sie denn heute hier herum? Alles durchreden. Kunst der Vampire einweisen, nee, danke. Wie laufen die Dinge zurzeit? Es geht den Umständen entsprechend gut. Ich tue mich schwer damit, meine Leute von Arifu fernzuhalten. Deine Leute sind das Problem? Aber Vertrag ist Vertrag.
Wir lassen sie in Ruhe und sie hetzen keine Leute mehr auf uns. Die perfekte Pattsituation, denke ich mal. Jo, Arafu hat angenommen. Ausgezeichnet. Ich wusste, dass sie uns in gutem Glauben als Botschafter dienen würden. Ich werde unverzüglich Alan als ihren Wächter nach Arafu schicken, um meinen Teil der Abmachung einzuhalten. Ihre Bemühungen übertreffen die eines gewöhnlichen Menschen. In der Tat habe ich fast das Gefühl, dass sie zu uns gehören. Wenn sie jemals mehr über uns erfahren möchten, müssen sie einfach nur fragen. Ich wollte Twilight schon nicht lesen, also... Wie laufen die Dinge? Es läuft ausgezeichnet. Unser Waffenstillstand mit Arafu beginnt Früchte zu tragen. Ich bringe meinen Leuten bei, von den Blutspenden zu leben. Während der stand. Übergang war schwierig, aber wir werden es schon schaffen. Sie haben uns wirklich einen sehr großen Dienst erwiesen und ich kann Ihnen gar nicht genug dafür danken. Schenk mir was. Schenk mir was. Ich will nicht in die Kunst der Vampire eingewiesen werden. Nein, ich will das nicht klicken. Ich will nicht. Ich will aber nicht. Ich muss los. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Pfade sich wieder kreuzen werden. Bestimmt bin ich hier irgendwie so hängen geblieben, hatte einen kurzen Ausfall, wie bei Butterfly-Effekt und dann hat er alles gemacht. Ich speichere mal. Und es ist immer ein Vergnügen. Ja, ja. Was kannst du machen? Vampirismus ist eine Lebensaufgabe. Man erreicht ihn nicht durch Worte, sondern durch den eigenen Willen und aufrichtige Meditation. Leider kann ich sie nicht vollständig zu einem von uns machen, aber ich kann sie lehren, wie uns das Lebensblut anderer regenerative Kräfte verleiht. Da ihr Körper nicht dafür ausgestattet ist, so wie wir Blut aufzunehmen, müssen sie zu ihrer Ernährung alternative Quellen finden. Trinken sie kräftig von dem Blut und verschütten sie keinen einzigen Tropfen. Fühlen sie, wie sich die Wärme in ihnen ausbreitet. Sie werden eins mit der Lebenskraft eines anderen, der einen Teil von sich selbst an sie weitergibt. Für einen kurzen Moment werden beide Wesen eins. Dafür kann ich die Nutte nehmen. Lassen Sie beim Trinken des Bluts die Gefühle durch Ihren Körper strömen. Spüren Sie, wie sie es mächtiger und stärker macht. Sobald Sie diese Tat vollbracht haben, werden Sie wissen, was es bedeutet, ein Vampir zu sein. Ja, Dummheit. Den Verzehr von Blutpaketen gibt 20 GP wieder. Gesundheitspunkte, ich denke mal TP, meine ich. Okay, danke. Nochmal? Mehr kann ich Ihnen nicht beibringen. Benutzen Sie das Wenige, das ich Ihnen gegeben habe und hüten Sie dieses Wissen ehrenvoll. Ihr gebt mir nichts Besseres? Ich meine, 20... Okay, das ist nicht schlecht, wenn ich jetzt was finde, Blut, aber wirklich... Ich bin da... Ja. Ihr gebt mir nichts sonst? Ich darf jetzt hier schlafen, ich bin einer von denen. Aber ich schlafe lieber zu Hause. Hallo. Gib mir Sachen. Aber stehlen ist immer noch. Du siehst besorgt aus, Schatz. Was bedrückt dich denn? Ja? Ich frag mich, ob das mit der Familie funktioniert. Wir haben dermaßen viele Probleme manchmal, dass es unmöglich scheint, sie zusammenzuhalten. Jetzt komm schon, Vance. Du tust das Beste für diese Leute. Wenn du nicht wärst, würden sie in der Wüste leben. Oder bereits tot sein. Du schaffst es irgendwie immer, mich aufzumuntern. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, Vance. Du gibst so viel und bekommst so selten was zurück. Ich bin froh, dass ich helfen kann. Na, sieh mal einer an, wer wieder da ist. Ich will sein Schwert. Tschüss. Ihr seid ein wunderschönes Paar. Kotzwirk. So, und du? Hey, willkommen zurück. Helen, du wirst der neue Herr und Meister. Von Arafu. Wo ist denn der Macker? Wo ist der Verkäufer? Ist egal. Ich wollte eh nicht mehr zu dem. Ich kann jetzt auch Blut trinken. Hallo, Schätzchen. Warum kann ich nicht mit dir vögeln? Hallo? Also doch wieder keine Auswahl.
Die eine ist in Pension und will nicht mehr. Die andere, also könnte ich nur Nova nehmen. Oh. Ja, warte. Hallo, ich bin einer von euch jetzt. Hallo. Also, was kann ich tun? Juhu, keiner redet mehr mit mir. Das bedeutet, dann hat man es geschafft. Das ist wie im richtigen Leben. Okay. Fährt da gerade ein Laster drüber, oder? Geht's dir gut? Oh mein Gott, Geister! Hui, Buddha Schlossgespenst, bist du das? Oder ist es das, der Geist dieses Fleischstückes? What the fuck? Es ist unheimlich. Es ist unheimlich. Ich habe Angst, ich möchte nicht mehr bei der Familie sein. Weil wir gehen ja auch woanders hin. Wir gehen ja gleich noch, woanders hin halt. Bin ich richtig? Ja, da hinten. Weil ich will unbedingt ins Kino. Aber ich überlege, ob ich zuerst zu Arafu gehe. Dann sage hier, wir haben es geschafft. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich nichts Gutes bekommen habe. Also ich habe Karma. Was ist jetzt? Warte kurz. Mein Karma ist sehr gut. Ich bin ein Vorbild. Ich bin Jesus. Ach ja, das wusste ich. Ich brauche unbedingt mal mehr Beweglichkeit und Wahrnehmung und Charisma. Ach Mann. Oh, da! Habt ihr es gesehen? Blutfresser. Geil. Jetzt können wir endlich die Blutpakete behalten. Supi-dupi. Okay, dann wollen wir mal. Ich will jetzt ins Kino. Yay, da ist was. Gleisnägel. Wunderkleber, habe ich ja gesagt, nehme ich jetzt mal mit. Altmetall, yay. Altmetall freut mich immer. Und jetzt freut mich auch ab sofort Zuckerzeug. Freut mich ja nicht so. Zuckerzeug ist ja vielleicht bei der Food Corporation, wo wir auch nochmal hin wollten. Weil... Aber die Steuerung ist schon gut, muss ich sagen. Also, geht gut von der Hand. Bis auf halt das V. Was machen die vielleicht extra? Haben die extra gemacht? Oder man soll mit dem Daumen irgendwie rankommen, aber ich schaff das nicht. Ich bin da nicht so gut. Mein Daumen ist gerade mal so für die Leertaste möglich. Oh, cool, ich will da hoch. Oh Mann, ich will klettern, 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 klettern. Na, gucken wir mal. Gehen wir überhaupt richtig? Zum Kino? Ich glaube nicht. Aber erstmal gucken wir hier. Immer schön speichern. Das ist nur ein Tastendruck und hilft so viel Menschen auf der Welt, glücklich zu werden. Also mir. Na, glücklich nicht, aber schon ein bisschen zufriedener als vorher, wenn man die Tasse nicht hat. Ne?